Heute ist der 7. Februar 2024 und unsere regionale Führungsorganisation hat Notfalltreffpunkte in einer Übung mit dem Zivilschutz und der Feuerwehr jetzt in Betrieb genommen. Im Namen vom RFV Witziker Seegräben möchte ich euch recht herzlich willkommen heißen. Ganz speziell den Stadtrat von Witziken, Parlamentarier von Witziken, den Marc Thalme, Gemeinschreiber von Seegräben und natürlich euch Feuerwehr- und Zivilschutzangehörige. Der gesamte Stadtrat von Witziken ist bei der heutigen Übung dabei und wird auch alle vier Witziken Notfalltreffpunkte besichtigen und anschauen. Die Notfalltreffpunkte, die sind vorgegeben vom Bund. Die müssen wir einrichten. Das müsste eigentlich jede Gemeinde machen. Dass in Krisensituationen, in Katastrophen oder auch bei grossen Ereignissen, dass die Bevölkerung einen Ort hat, wo sie hergehen kann und Informationen holen zum Beispiel. Geschützt auf die Ausgangslage sind zu Witziken vier Notfalltreffpunkte bestimmt worden und in Seegräben einen. Nur so wissen wir auch, wo die zum einen sind. Und wir können das auch den Freiwilligen von der Feuerwehr und auch von der Zivilschutzorganisation, die schlussendlich zurückgegangen sind, von der regionalen Führungsorganisation, den entsprechenden Respekt zollen. Am meisten Respekt habe ich vor einem Blackout. Wenn der Strom ausfällt, dann funktioniert gar nichts mehr bei uns. Von der WC-Spülung bis zum Posten gehen im Laden, über das Telefonie, alles fällt weg. Ich möchte der Feuerwehr und den Zivilschutzangehörigen danken, dass sie dieser Übung teilnehmen und für die Bevölkerung da das bereitstellen. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir die nie im Einsatz müssen haben, dass wir nicht in so einer Krise ausgesetzt sind oder einer Katastrophe oder einem Grossereignis, dass wir die in Betrieb nehmen müssen.